Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Heute gibt's Gnomes and Goblins und ja, was kann ich zu dem Game sagen? Ich bin einfach verzaubert. Also wenn man das Game spielt und wirklich auf sich einlässt darauf, auf das Spiel, dann verzaubert einen das in eine andere Welt und ja, man kann mega abschalten meiner Meinung nach und ja, für mich einfach nur Trauma, also irgendwie so eine traumhafte Reise. Also war schon cool. Und ja, das Gameplay, was ihr jetzt seht, dauerte ja 40, 50 Minuten ungefähr. Und ich habe nicht so viel weggeschnitten, eigentlich fast gar nichts, außer ein paar kleine Szenen, wo einmal mein Computer Probleme machte und wenn das Spiel rausgetappt wird, dann ist der Sound auf einmal weg. Das lag aber nicht am Spiel selber. Ich spiele jetzt hier eine Press-Release, das heißt, wir sind noch nicht final und es kommen immer wieder Updates. Genau nach dem Spielen kam ein Update rein und von 100 Megabyte, also die arbeiten da permanent dran und es hat ziemlich hohe Anforderungen, muss ich sagen. Also mit so einem ganz schlechten PC muss man da nicht anfangen, sogar meiner geriet ins Stocken. Ich hatte zuerst 120 Hertz eingestellt, lief das Spiel nicht so wirklich gut mit der Valve Index und danach habe ich auf 90 gestellt und dann war es echt gut. Aber da können auch noch ja, ein paar Optimierungen reinkommen und so weiter und so fort. Für euch erscheint das Game morgen. Ich habe es ein bisschen früher bekommen. Ich bin jetzt quasi schon im Urlaub und ihr redet hier mit mir oder ihr seht hier meine Vergangenheit. ich habe das Spiel halt vorab schon mal getestet, aufgenommen und darf es erst ab dem 22. hochladen. Und ja, ich bin froh, dass ich euch das vorab zeigen kann. Vielleicht entscheidet ihr euch dann dafür, wenn ihr noch ein bisschen geschwankt habt. Also ich finde das Spiel mega. Also ich werde es auch nochmal weiterspielen. Da wird es definitiv noch weitere Aufnahmen geben oder mal einen Livestream, wer weiß. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch mal ganz kurz hier die Steam-Seite. Und ja, dann geht es auch gleich schon ins Gameplay, würde ich mal sagen. Und hier sind wir auf der Steam-Seite. Und ja, 23. ist die Veröffentlichung. Und ja, das trifft es ganz gut. Dreamlike Journey in this Fantasy Adventure VR Simulation. Ja, wir können diese Goblins bei ihrem normalen Alltag sehen. Egal, was sie gerade machen. Und ich finde es ziemlich krass, wie die auf einen reagieren. Also egal, wenn man... Die sind am Anfang ziemlich scheu. Und der kleine Kerl, den wir da kennenlernen, der, egal wie man sich gerade bewegt, die Augen folgen sofort. Und wenn man ein bisschen zu nah rangegangen ist, dann ist der auch einen Schritt zurückgegangen. Also hat richtig so Furcht gezeigt. Und fand ich jetzt mega. Und ja, die Musik ist der absolute Hammer. Also die Klänge, die man da hört, wenn die anfangen zu singen und so, die bezaubern einen fast, würde ich mal fast sagen. Ne? Grafik ist bombastisch, also Mondschein durch die Wälder da, durch die Blätter vom Baum. Also ich finde es richtig gut. Ich bin echt froh, dass ich das hier testen darf für euch und ja, ist für die Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und ja, erfasste Bewegungscontroller. Was mich jetzt noch gestört hat, das muss ich noch klären, dass man keine Hände sieht, sondern nur die Controller. Und das zieht mich so ein bisschen raus aus der Immersion und ich würde da gerne Hände sehen. Da werde ich den Entwickler definitiv mal eine E-Mail schreiben und fragen. Wir können im Sitzen spielen, im Stehen spielen und im Sitzen klappt auch ganz gut, denn man kann die ganzen Sachen, die man aufheben muss, die kann man auch von weiterer Entfernung einfach zu einziehen, dann fliegen so einen zu einem, das ist ganz gut für Leute, die nur im Sitzen spielen können. Ja, ansonsten Bewegung klappt ganz gut, man kann die ganz gut anpassen. Ich habe jetzt normales Free Locomotion gehabt mit Snap-Turn und meiner Meinung nach klappt das ganz gut. Ich bin ziemlich oft in die Hocke gegangen, weil man ja am Anfang ziemlich groß ist und man dann irgendwie ja, einfach mal zu den Kerlen runter will und ja, das, was ich nie gedacht hätte, ist, also ich erwähne es auch im Game, dass ich in VR liebe, wenn man mit der Größe spielt, dass man entweder mega klein ist und die ganze Umgebung mega groß ist und
andersrum auch, wenn man halt riesengroß ist und Miniatursachen sieht. Und genau das gibt einem das Spiel. Also schaut euch das definitiv komplett an. Wenn ihr da wirklich Interesse an dem Game habt, dann könnt ihr das dann für euch entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Und ja, der Entwickler ist WeWeAre mit MVM und Golem Creations. Und ja, da haben scheinbar ziemlich ja, größere Leute mitgemacht. Direktor von The Lion King, Dschungelbuch, Chef Iron Man in Zusammenarbeit mit Director Jake Rowell. The Blue Call of Duty Superman Returns. Also ja, ich denke mal, wer solche bei solchen Projekten schon mitgemacht hat, der weiß, wie was abläuft. Und ja, das merkt man meiner Meinung nach auch. Auch wenn ich noch nicht so viel gespielt habe von dem Spiel, jetzt so eine Stunde. Aber ja, 50 Minuten, Stunde, passt einfach alles meiner Meinung nach. So, kommen wir mal zu den Mindestanforderungen. Also ja, Windows 10, i7, 6700K oder gleichwertig. Und 16 GB RAM müsst ihr haben, Minimum eine 1080er oder eine gleiche AMD-Karte. Ja, 35 GB Speicherplatz fürs Spiel. Und dann zusätzliche Anmerkung: WeWeAre strongly recommends that your power plan under Windows Power Options be set to high performance oder gleichwertig. Also, das sollte man dann noch beachten, das ist bei mir der Fall. Und ja, am besten sollte man ein i7 9700 haben. 32 GB Arbeitsspeicher wird empfohlen und dann eine 2080 oder gleichwertig oder höher. Und ja, ich habe eine 1080 Ti und 32 GB Arbeitsspeicher habe ich auch. Und den AMD Ryzen 3900X. Und ich habe trotzdem gemerkt, dass es ab und zu mal ja, nicht ganz flüssig lief, aber das war auch immer nur ganz kurz. Ich habe auf High gespielt, die Grafikeinstellung, das sieht ihr auch nachher im Spiel. Und ja, aber es ist noch nicht die finale Version, also es ist eine Pre-Release-Version, die ich hier euch zeigen durfte. Und wie gesagt, ich denke mal, da wird noch hart an der Optimierung gearbeitet. Ja, genug geredet, würde ich mal sagen. Genießt jetzt einfach das Gameplay. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, hier sind wir bei Gnomes and Goblins. Und ja, das ist genau der Anfang hier. Soll ich mal da hingehen? Oh, okay. How would you like to play? Ja, hier können wir jetzt aussuchen, ob wir im Sitzen oder im Stehen spielen wollen. Wir wollen natürlich im Stehen spielen. Wer es anders mag, kann hier Sitzen auswählen. So, jetzt sagt uns das Programm, wir sollen die Arme ausstrecken und dann drücken wir einfach einen Knopf oder halten den und dann wird unsere Höhe kalibriert, damit auch alles passt hier. WeWeAre, ja, ist der Entwickler. War ja so ein gemeinsames Projekt von mehreren, glaube ich. Und ich wollte das Spiel hier unbedingt testen, weil das so zuckersüß war, der Trailer, den ich gesehen habe oder den ich euch letztens gezeigt habe. Und ja, ich musste unbedingt das Spiel haben. Und ich bin echt dankbar, dass ich hier den Testkey bekommen habe. Vorab diese Pre-Release-Version. Wie gesagt, das ist hier nicht die fertige Version, das ist eine Pre-Release. Ist aber schon sehr nah dran an der finalen Version. So, jetzt haben wir hier sogar drei Speicherstände, die wir uns aussuchen können, wenn mehrere Leute zusammenspielen. Und ja, drücken wir mal hier. Ah, okay. Ja, drei Initialien. Machen wir einfach mal. Pack. Das passt, ne? Zu Tupac. Ach, guck mal, wie süß. Ich finde die so mega süß, die Gnome oder Goblins. Use controllers to around. Okay, jetzt kann ich hier noch immer nicht vernünftig mich bewegen. Jetzt gehen wir mal kurz in die Optionen vom Spiel. Hoffe, ich finde die auch. Da sind sie. Optionen. Jetzt können wir uns mal hier diese Option anschauen. Slide ist okay.
Bump wird wahrscheinlich dieses Teleportartige sein. Hybrid. Wir wollen Slide. Und das ist okay, das ist okay. Split Controllers könnte es sein. Move, Turn. Ne, brauchen wir jetzt nicht. Bell Style. Dann haben wir hier noch Videoeinstellungen, ne? Aber scheinbar alles auf High ist okay. Und ja, dann machen wir Resume. Ah, okay. Jetzt kann ich mich ganz normal bewegen. Linke Thumbstick ist vorne, hinten, links, rechts. Und hier habe ich meinen Snap-Turn. Okay, ja, dann gehen wir mal dem kleinen Tier hier hinterher. Oder der dem Irrlicht, was auch immer das ist. Wir haben jetzt keine Hände, wir haben einen Controller. Pick a Peach. Grabs the Hind Fairy. Ja, dann versuchen wir mal die zu fangen, die Fee. Ach, guck mal, süß. Das sieht aus wie ein Marienkäfer. Shake the Hind Fairy. Shake! Na, guck mal, da hinten leuchtet was auf. Eine Kiste oder so. Oh, jetzt müssen wir aber aufpassen, wenn wir hier Pilze essen. Das sieht aber echt alles so cool aus. Schön gemacht. Dann gehen wir mal zu der Kiste da. Gnobs and Goblins. Also links sind Gnome, rechts sind Goblins oder was? Okay, das ist ein Buch, keine Kiste. Oh. Gnomes and Goblins Questlog. Turn the page. Ja, wir blättern um. Oh. Goblin Forest. Oh, okay. Also ab zu den Goblins. Vielleicht kommen wir dann irgendwann zu den Gnomen. Ja. Dann gehen wir mal durch das Stargate, ne? Gucken wir mal, machen wir mal den Test. Das sieht cool aus. Okay, verschwindet alles. Also los. Hallo. Oh. Ach, der hat aber Angst, der kleine Kerl. Scheint so, als ob ich hier wirklich direkt aufgetaucht bin. Und der hat sich ziemlich erschrocken. Hallo, kleiner Kerl. Also wir können die ganzen Sachen auch von weiter weg greifen. Und zu uns fliegen lassen. Also das ist auch gut, wenn man im Sitzen spielt. Schaut mal hier, ey, wie geil ist das denn? Hallo? Hallo? Der Sound verändert sich voll. Okay, man kann aber nur reingucken. Da reingehen kann man jetzt scheinbar nicht. Wo ist der kleine Kerl denn? Wow. Schau mal, hier kleine Hämmer, das ist eine kleine Werkstatt, ne? Mega. Sowas liebe ich in VR, wenn man wirklich so groß ist und alles andere so klein. Aber auch andersrum, wenn man mega klein ist und alles andere um einen so groß. Deshalb, ah, da ist der kleine Kerl. Deshalb finde ich es so cool, wenn man auch die Größe erreichen könnte. Hallo, kleiner Kerl, willst du? Willst du deinen Pfirsich wieder haben? Guck mal hier. Ja, keine Angst. Oh, wie cool der reagiert. Hallo. Na du. Ja, lecker, ne? Und weg ist er. Hm. Hallo. Ah, guck mal, der bringt eine Erdbeere oder sowas. Ich glaube, die Szene haben wir im Trailer gesehen. Kann man das auch essen hier? Okay, tut weh. Guck mal hier. Schau mal, wie der reagiert, ey, geil. Baba. Baba? Mh, lecker. Du bist aber hyperaktiv, oder?
Machst du uns das Tor auf? Komm, aber hier will ich nochmal reingucken. Mega. Ich hoffe, wir können da noch reingehen. Schaut mal, das ist total... Also man fühlt sich echt wie in so eine andere Welt hineinversetzt. Okay, hier sind einfach irgendwie ein komisches Bild, Textur. Keine wirkliche Wohnung, wo man jetzt reingucken kann. Da ja auch, das sieht man. Aber gut. Und über diese ganzen Brücken von Baum zu Baum. Ja, ich komme ja schon. Ich muss den Leuten auch mal ein bisschen was zeigen hier, ne? Dafür machen wir das Video schließlich. Ja, ich sehe dich. Da sind Peaches. Pfirsiche. Ach, guck mal, hier ist auch wieder. Ah, da kann ich nicht hin, okay. Ja, komm. Dann geh rauf. Er will, dass ich nämlich hinterherlaufe. Dann machen wir das mal, ne? Das ist echt hektisch. Guck mal, wie schnell. Auf! Hier brennt's ja. Ach, guck mal, das sind kleine Zwerge. Kann ich dir helfen? Kann ich hier irgendwas machen? Ne, Saatgut, okay. Ah, der ist da hinten, der kleine Kerl. Ja, ich sehe dich. Okay, ich schau mal, ob ich das hier aufmachen kann. Ja. Okay, das Wasser ist schon mal das Wasser ist gelöscht. Das Feuer ist gelöscht. Hallo. Ah, jetzt wird hier alles nach und nach gelöscht, das ist gut. War knapp. Oh, da ist wieder so eine Fee. Ah, guck mal. Der läuft irgendwo hin. Hast du gut gemacht, mein kleiner Freund. Du brauchst keine Angst zu haben. Ja, wir haben es geschafft. Also die brauchen wir immer, damit irgendwas Neues passiert. Ach, guck mal, jetzt zeigt er uns das Saatgut, ne? Das ist sehr geil. Ah, wir sehen mal hier alles, ne? Das Volk muss essen, ne? Bisschen Arbeit hier, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir jetzt hier sehen müssen. Reicht erstmal, ne? Da wird der kleine Kerl jetzt angezeigt, okay. Ich versuche mal da hinzukommen. Nee. Kann man von hier aus vielleicht reinschauen? Das haben die echt richtig gut gemacht, finde ich. Da ist er. Aber kann er nichts machen, ne? Hier geht's nicht weiter.
Ja, der wird mir da dauernd angezeigt. Da bewegt sich. Ich wollte gerade sagen, da war da der taktische Laufen von dem. Was ist los? Der ist mega. Komm. Lauf. Soll ich nochmal die Fee holen? Jetzt gibt er Gas. Ah, da sind welche. Hallo. Okay, da kommen wir auch nicht näher ran. Da. Ah. Die verstecken sich alle von mir. Ja, die haben alle Angst. Da, hallo. Na du. Brauchst keine Angst haben vor mir. Ich will euch nur fressen. Oh, hier sind ja überall Gnome. Hallo? Na ja. Ja, ich komm. Boah, das sind echt viele. Und überall wird man hier. Wird man hier beobachtet? Er will immer sicher gehen, dass man ihn immer sieht, ne? Das ist schon richtig schön gemacht. Oh, riesiger Baum. Wow. Hier werde ich wohnen. Baut mir mein Haus. Ja, ich... Ja. Eine Glocke hat er. Das ist geil. Bin ich genauso groß wie er, oder? Ja, ein bisschen größer, ne? Boah, das ist cool. Leute. Ich hab's mir eben noch gewünscht, aber hab echt nicht damit gerechnet, dass es möglich sein wird. Wow. Ja, ich will mit dir, kleiner Mann. Du bist süß, du gefällst mir. Und, was hast du gestern noch so gemacht? Ab und zu gibt es ein paar kleine Ruckler, aber die Grafik ist auch der Hammer. Also, sieht auch mega aus. Boah. Leute, ist das geil. Also, wir kriegen langsam richtig, richtig gute Spiele auf in VR. Genau das gefällt mir, dieses Spiel mit den Größen. Scheiße, dass wir keine Hände haben, aber kann natürlich auch noch kommen, weil das hier nur die Pre-Release-Version ist. Ah, Hände fehlen hier, das nimmt ein bisschen Immersion raus. Werde ich den Entwickler aber noch fragen und werde es dann auch noch in die Beschreibung packen. Wenn ich es rausgefunden habe. Ach, jetzt spielt er hier Musik. Da ist eine rote Fee.
wollen mich verarschen. Boah, ist das hoch. Also kommt einem vor wie 100 Meter. Okay, wir wollen wieder runter, ne? Wir wollen wieder runter. Klettern funktioniert gut, aber nicht so, noch nicht so ganz realistisch, ne? Hier kleine Schublädchen, auch süß. Okay, Werkzeuge können wir noch nicht benutzen. Da oben. Na komm, dann gehen wir mal dahin. Kommen hier, ne? Ja, die kann ich nicht nehmen. Also überall kann man nicht hochklettern, okay. Ich kann auch nicht runterfallen, ne? Okay. Hier muss ich wieder entscheiden, dann runterzugehen. Dann geht er auch runter. Jetzt klettere ich da hoch. Vielleicht ging da gerade irgendein Dings nicht los, weil ich schon vorab hochgeklettert bin. Ja, habe ich mir gedacht. Du kleine Dicke, du. Und jetzt? Jetzt ist mein PC überfordert. Jetzt geht's wieder. Hallo meine Freunde! Sebastian ist zu Hause. Oh ja. Also ich verfolge einfach jeden Fall immer, was man macht, aber man kann jetzt nicht anstoßen. Prost! Komm, ich mach dir deinen voll. Bier trinken kann man. Oh, hier kann man Messer werfen. Messer werfen. Da bin ich gut drin, bestimmt. Komm, das probieren wir nochmal. So. Tiefer. Was gibt's denn hier noch? Hallo, und wie läuft die Ernte so? Alles okay? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich habe kein Bier. Sorry.
Also die Früchte und so von den Texturen, das sieht echt super aus. Boah. Baller ich mir so weg, ne? Mais. Kirschen oder Paprika? Dicke Kirschen, ne? Ja, ich glaube, ihr habt schon zu viel getrunken, oder? Ihr könnt euch weitermachen. Lasst euch nicht stören. Also ich glaube, da wäre auch was für die drei Flatingos hier. Oh, was ist hier? Hier ist auch wieder ein Spiel, ne? Ah, das ist dieses mit den Säcken werfen. Wir werden angegriffen. Ah, guck mal da. Was kann ich denn werfen hier? Komm. Machen wir erstmal voll hier. Weg, weg, weg. Kann ich die Dinger fangen, vielleicht? Komm! Komm! Boah! Jetzt geht's los. Ich habe mich irgendwo aufgehalten, wo ich nicht hin sollte. Die kann ich weiterwerfen. Die gefallen mir besser. Boah, das ist... Gib Gas, Junge! Hin. Kann ich mich denn nicht wieder groß machen? Na komm, dich boxe ich um, Junge. Deine Ratte. Schon mein Freund jetzt wieder. Hier ist aber dunkel. Zwerge gefallen mir nicht. Dann haben die auch das Dorf angezündet. War mir eben nicht ganz klar. Könnten wir Feuer dran machen, ne? Aber wir haben kein Feuer. Nehmen wir das als Keule. Ja, wo ist der denn so schnell hin? Wo ist der Kerl so schnell hin? Guck mal hier.
Äxte können wir nicht benutzen. Schade. Ach, muss man abhauen. Ich dachte, man könnte sie kaputt machen. Also man muss wirklich weglaufen. Die sind aber echt böse. Weg. Guck jetzt nicht nach hinten. Sonst haben die mich wieder. Ohne den würde ich jetzt nie mehr rausfinden. Ich höre hinter mir die ganze Zeit Schritte. Also die sind hinter uns her. Hässlichen Gartenzwerge. Aber Steuerung funktioniert echt gut, muss man sagen. Mit dem Snap-Turn und so, man bleibt jetzt nirgendwo hängen. Nein, schnell. Hoch, Junge! Jetzt bin ich wieder groß. Hallo, ich bin auf eurer Seite. Ja, ich war's. Ja, ich. Huldigt mir. Ja. Macht bisher einen richtig guten Eindruck, das Spiel hier. Ich soll den bestimmt jetzt hier. Da war ein Floß. Und wo geht's hin? Ja, man wird in so eine richtig fantastische Welt irgendwie hineingezogen. Mega. Und hier merkt man auch, dass die Entwicklung jetzt 4 Jahre gedauert hat. Die Musik ist super. Grafik ist top.
Oh, hier gibt es so viel zu sehen. Weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Hallo? So kleine Laterne in der Hand, ne? Das ist mein kleiner Freund hier. Hier ist bestimmt Endstation. Ja, ja. Man sieht das toll aus. Na du? Ja, brauchst keine Angst zu haben, ne? Na komm, weiter geht's. Ich muss erstmal gucken, wo hier vorne ist. So. Kann ich hier drauf? Hab ich diese Bimmel nicht nochmal nehmen, ne? Okay. Ich weiß nicht, wo es hingeht, aber war schön, euch kennengelernt zu haben. Wo führst du mich hin, Kleiner? Ach, guck mal, wie süß. Die gucken über den Rand. Cool, das wurde bedacht, dass man auch die Fackel dann anzünden kann bei ihm. Ja, freust du dich? Bin so ein bisschen geflasht von dem Game, muss ich sagen. Das sind die Zwerge? Das ist bestimmt irgendeine Saga oder so, ne? Das sind die ganzen Zwerge. Okay, das sind die Goblins. Weiter. Zeigt mir eure Story. Okay, großer Baum. Bier, Fässer. Was hier sein soll, weiß ich nicht.
Riesenpilze. Ärgert dich der kleine Irrlicht? Komm weiter. Wir haben keine Zeit. Hier schon mal jemand wie ich? Hier voll. Ich bin gekommen, um euch zu unterstützen beim Kampf gegen den, gegen die bösen Zwerge. Oh, schaut mal da. Schnell. Sieht aus, als ob man hier ein Fernglas reinmachen kann. Oh, ist das hoch. Ich kann nicht fallen, ne? Also auch schon mal positiv. Forest Walk, Harvest Fest, River Chase, Gnome Maze, die Goblin Parade. Tunnel Entrance, genau, Cave. Lantern Release, ah! Danke, kleiner Mann! Aber ich setze mich mal zu meinem kleinen Freund hier.
Ja, Leute, ich würde sagen, hier beenden wir diese Folge. Ich werde hier definitiv nochmal einen Livestream machen, eventuell noch weitere Aufnahmen machen. Das Spiel ist also für mich also einfach Hammer. Das verzaubert einen wirklich in eine andere Welt und ist alles mega stimmig hier. Sound, Grafik, alles liebevoll gemacht. Also wer auf solche Fantasy-Spiele steht, der wird hier richtig Spaß haben und ja, mein Genre ist auf jeden Fall. Ich muss nicht immer irgendwelche Leute umbringen oder so, abschlachten, auch wenn es schon mal lustig ist und gut ist in VR, ne? Blade Sorcery und Hellsplit und so weiter. Aber das ist eine ganz andere Geschichte hier und sollte man einfach genießen. Und ja, was für ruhigere Stunden, würde ich sagen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat es hier Spaß gemacht und ihr konntet euch einen kleinen Eindruck vermitteln von dem Spiel hier. Und ja, wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, schreibt es einfach unter die Kommentare. Wenn euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen und immer die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über solche Videos hier informiert. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.